Nach den letzten beiden Hausdurchsuchungen bei Visavi und bei Till Jagler war eine Sache klar, das müssen wir öfter machen. Da habt ihr ganz viele Kommentare dagelassen. Und am meisten genannt wurde ein Name und das ist der von meinem Brudi Hikmet Sugar. Bei dem sollen wir jetzt mal vorbeischauen. Wir wären nicht Turnschuh-TV, wenn wir das nicht machen würden. Deshalb hallo und herzlich willkommen zur nächsten Hausdurchsuchung, dieses Mal bei Hikmet. Und ich nehme euch mit rein. Hikmet? Ja, bitte. Wir kommen rein. Oh. Dann hätte ich jetzt nicht gerechnet, Hikmet. Was wird denn das? Was meinst du jetzt? Nein, ich will nicht. Okay, gut, dass wir das geklärt haben. Das ist jetzt hier im Prinzip dein Teil, ein Teil deiner Sneaker-Sammlung. Also du würdest dich natürlich nicht als Sammler bezeichnen. Nein. Wahrscheinlich. Aber all die Schuhe, die du hast, sind nicht hier. Aber genau, hier ist ein Teil davon. Es war ursprünglich eigentlich gedacht, dass das ganze Ding mit diesen Boxen einmal drumherum ausgekleidet wird. In der Mitte noch ein netter Fußbodenbelag, mein schönes Laufband, was dahinter versteckt ist. Und das dann dahin, schöner Fernseher, meine Beleuchtung, schön ein paar Bilder noch. Das war eigentlich der Plan. Aber dann kam dieses Auto, dieses riesengroße Auto, was den Platz hier in Anspruch genommen hat. Deshalb ist es nur auf der Seite geblieben. Ich zeige nachher mal noch ein bisschen was ich da so unten habe. Aber das ist erstmal eine gute Auswahl, glaube ich. Wahrscheinlich wird jetzt direkt auch von ganz vielen Leuten die Frage kommen, was sind das für Boxen? Weil viele Leute suchen nach Aufbewahrungsmöglichkeiten. Wo hast du die her? Ich habe echt viele Sachen schon ausprobiert. Ich habe von Lackregalen von Ikea angefangen bis, ich weiß gar nicht mehr, wie die anderen hießen. Es gibt so eine Metalldinger von Ikea, die du auch an die Wand schrauben kannst. Und hatte dann auch diese Plexi-Boxen, die jeder hat. Ja. Die habe ich mir auch mal geholt. Und dann gab es einen ganz guten, netten Typen bei Facebook, der mir gesagt hat, dass es dieses System gibt. Gibt es bei Xeno, nennt sich das, sowas wie Nanunana. Und du kannst die Dinger halt in der Höhe stapeln, wie du willst. Da gibt es eigentlich auch Rollen dazu, aber ohne Rollen. Und du kannst die halt wirklich da, ja, sind halt nicht ganz so günstig, aber ich glaube, wenn man halt sich Schuhe kauft, dann kann man auch ein bisschen was für die Verpackung ausgeben. Also ein paar Boxen, aber sie werden jetzt wahrscheinlich nicht die Welt gekostet haben. Super, super praktisch. Also ich meine, du kannst die Dinger halt ziehen. Weißt du, sind halt staubgeschützt, kannst immer noch reingucken. Das ist ja das Wichtige. Ja. Und das sind größtenteils alles die Schuhe, die ich wirklich auch trage. Ja. Dadurch ist das natürlich dann schon. Das heißt, du gehst mit Schlappen morgens zum Auto und dann ziehst du dir erstmal Schuhe an und dann geht's los. So. So ist es. Schön auch die alte Soulbox-Beleuchtung, die man ja noch aus den letzten Jahren in der Nürnberger 16 kennt. Ne? Genau. Die hat es hierhin geschafft. Ja, ich habe im Prinzip von jedem Laden immer so ein kleines Andenken. Ich meine, wir sind ja mittlerweile schon, wir machen das ja schon seit 2000 und keine Ahnung was, zwei. Ich habe auch noch die Buchstaben aus der Oderberger Straße, kann ich dir unten mal zeigen. Das Ding, da unten noch eins, wo wir schon dabei sind. Also wenn unsere Zuschauer Bock drauf haben, wenn ihr vielleicht... Gibt's raus! Ja, wenn jemand vielleicht ein altes Bild irgendwie von Soulbox hat, seine Erfahrung mit Soulbox in einem Bild eingefangen hat, von irgendwann mal, von irgendeinem Release, gerne mal auf Instagram, Facebook posten, Tonschuh-TV markieren und vielleicht Soulbox auch. Soulbox gerne markieren und dann hau ich das Ding raus. Ihr habt's gehört. Wenn ihr das haben wollt, diese alte Leuchtschrift von der Soulbox, ein Bild von euch in der Soulbox, bei einem Release, bei einem Campout, was auch immer. Soulbox taggen, Turnschuh-TV taggen und das kreativste, schönste Bild wird auf jeden Fall gewinnen. Und ich mach's auch vorher sauber. Kann die sauber gemachte Plexiglas-Leuchtschrift von der alten Soulbox bekommen. Ja. Super. Ja, gerne. Dann lass mal gucken, so ein paar Fächer sind ja hier geöffnet. Wahrscheinlich hast du da schon mal so ein bisschen so rausgestellt, wo man sagen kann, ey, da ist was Gutes dabei. Wo fangen wir an? Wo du willst. Wo willst du anfangen? Pick doch einfach mal was raus. Okay. Und, ich erzähl ein bisschen was dazu. Okay, ich pick was aus. Ich fang einfach mal, guck mal hier an. Ist wahrscheinlich das erstmal untypischste, womit man anfangen würde, sind ein paar Vans. Ne? Und Vans sind ja eigentlich bei Turnschuhsammlern jetzt nicht, oder bei so Liebhabern nicht so die erste Wahl. Ne? Aber das ist was ganz Besonderes. Ich denke, gut zum Tragen auf jeden Fall immer, gerade so die alten Hasen, der Skate High. Das ist jetzt, ich glaube, die Gruppe kennen die Leute. Das Lustige ist, der eine von denen war auch bei mir mal im Laden gewesen. Ich habe ihn natürlich nicht erkannt, weil er ungeschminkt war. Woher soll ich wissen? Ich meine ganz ehrlich, wenn du jetzt so geschminkt rankommst, würde ich sagen, oh, Kiss. Der ist ja dann um die Plateauschuhe auch 25 cm kleiner. Ja, der sieht halt so 0815 und so ein bisschen gestrafft sah der aus. Woher soll ich wissen, dass das Kiss ist? Hätte auch ein sein können. Ne, das Lustige ist, er hat seinen Namen genannt, den ich schon wieder vergessen habe. Gene Simmons? Genau. Und
Auch damit kann ich nichts anfangen. Ist das irgend so ein Pornodarsteller eventuell? Hab danach gegoogelt. Das Schöne ist, wenn du den Rechner im Laden hast, dann weißt du natürlich, ja, wer es ist. Ja, der Grund, weshalb der Schuh auch in meiner Sammlung ist, ist, ich hatte den damals gekauft gehabt, weil ich das ganz cool fand. Da gab es Iron Maiden, ja, Kiss, also es gab die ganze Oldschool-Metal-Geschichte. Genau. Ja. Und das ist halt noch eine Version mit dem KISS-Logo, was das ursprüngliche KISS-Logo ist. In Deutschland hat das dazu geführt, dass dieses Logo verboten wurde, weil die Runen da noch benutzt werden. Mhm. Was ich verstehe, ich hatte den Schuh halt gekauft, bevor im Prinzip die Schuhe vom Markt genommen wurden. Die Schuhe sind vom Markt genommen worden, aus genau diesem Grunde. Ja, ich glaube, da gibt es ja, glaube ich, ewige Debatten darüber, ob das okay ist oder nicht okay ist. Ich selber hatte das gar nicht, ehrlich gesagt, im Visier gehabt. Ich wusste gar nicht, also ich habe mir da nichts Böses dabei gedacht. Ich dachte halt, das ist jetzt halt ein grafisches, also als Kind kenne ich die Gruppe, mhm, ja noch. Und da war das so gewesen, dass die dann vom Markt genommen wurden, war für mich eine große Überraschung. Ich habe sie jetzt nicht zurückgegeben gehabt. Das war halt im Prinzip mein Schuh gewesen, den ich bezahlt hatte. Tor 1 würde ich jetzt zumachen. Ja, mach Tor 1 zu. Soll ich mal in Tor 2 greifen? Ja, wie du Bock hast. Das ist jetzt das sind zwei unterschiedliche, drin, genau. Okay, wir haben einmal den Air Max 1. Ja, ich glaube, den kennen ja viele. Das ist der Air Max 1 Berlin Camo Pack. Es gab ja so ein Camo Pack zu den Air Maxes. Und von dem gibt es wie viel? 50 Paar? 50. 50 Paar. Gut, braucht man nicht viel zu sagen. Ich glaube, unter den Air Max-Liebhabern ist das trotzdem ein ganz interessanter Schuh. Da wahrscheinlich ein bisschen mehr Geschichte, genau, hinter bei dem hier, ne? Den finde ich super. Das ist ein Dank aus dem Artist Pack. Es gab damals zwei Artist Pack. Das ist der, es gab einen Espo, also das Artist Pack war ein Künstler aus Kunst, mhm, ein Künstler aus Musik, ein Künstler aus Schauspiel. Okay. Halle Berry hatte nicht der Rift. Der Rift. Doch, danke. Ich dachte jetzt erst der Luna, sorry, Sandiator. Nein. Der Rift. Und dann hatte Espo einen Air Force 2 Low. Ziemlich geil. Das Ding war durchsichtig gewesen. Wer so aus der Graffiti-Geschichte kommt, kennt vielleicht Espo. Aber es gibt so ein ganz geiles Bild. Payday. Da ist die eine Hand in die eine Richtung und die andere Hand in die andere Richtung. Das heißt, du nimmst und gibst raus. Mhm. Und das war dann NERD, die Gruppe von Pharrell. Ja. Die Jungs waren damals mal zu einem Interview bei uns im Laden und zu dem Store-Signing. Und da habe ich die Gelegenheit genutzt, habe das Ding unterschreiben lassen von Pharrell, von Shay und von Chad Hugo. Genau, Chad Hugo. Also was steht da? Chase Chad. Ja, dann eine 4 und Pharrell Williams. Und Shay was here auf der anderen Seite. Das Lustige ist, Pharrell meinte, er kannte den Schuh gar nicht. Das war ein bisschen strange gewesen. Aber gut. Oh, da könnte man jetzt ganz böse sein, ob er all seine anderen Schuhe, die er danach gemacht hat, dann auch alle kennengelernt hat. Man weiß es nicht genau. Gut, wahrscheinlich war es schon so lange her. Ich meine, von wann ist der Schuh? Der ist von... Ist ja elendig alt. Also 2003. Ich wollte gerade sagen, 2003 war so der Beginn. Da kam dann, glaube ich, Lapdance kam und... Ja, das war halt so die geile Zeit. NERD war schon echt cool gewesen. Ja. Wenn wir jetzt schon bei Pharrell sind, ja, und wir ja wissen, dass Pharrell bei Adidas designt, ja, jetzt habe ich mir eben hier einen Schuh rausgepickt, den habe ich mir rausgepickt, den hat Hickman sich nicht rausgepickt. Ja. Dann ist auf einmal der Nike Yeezy Boost da zu sehen. Also das, ja, ist schon krass eigentlich, stark, ne? Oder? Das ist schon krass eigentlich, ne? Das ist einer von den Frees, 5.0, genau. Das war noch so eine ID-Version, den habe ich selber gemacht. Ein bisschen, man sieht, ich trage meine Schuhe nicht, ich mache meine Schuhe nicht sauber. Für viele Heads heutzutage ist das, glaube ich, ein No-Go. Ich persönlich bin immer noch der Meinung, dass ein Schuh halt dafür gedacht ist, dass man sie trägt. Kranker Typ. Also, da hast du echt nicht Unrecht, ne? Ich meine, man könnte jetzt schon böse gar nicht mal sagen, dass der dem Rush Run ähnelt oder dem Rushy Run ähnelt, sondern schon dem Free 5.0, so vom Upper und so, passt das schon ganz gut. Ich meine, die Kordel jetzt nicht da, sondern dann hier rum. Seitlich gedreht, genau. Du hast halt oben das Ding, also das ist schon echt dicht dran. Also Sohlenkonstruktion, überhaupt ja gesagt, auch dass es dann hinten hier so ein bisschen bulky übersteht. Ja, ne? Ja, genau. Also ich fand in dem Moment, wo ich das gesehen habe, das war so die erste Assoziation, war nicht cool, Hickman hat einen Nike-ID-Schuh gemacht, sondern es war die erste Assoziation. Sag mal, hier läuft doch irgendwas ganz schön falsch gerade. Aber nein, tatsächlich. Interessanter Schuh. Aber vielleicht sagen die Jungs mal irgendwie, die uns schauen, ob die das auch so sehen, dass das irgendwie eine Ähnlichkeit hat. Ähnlichkeit oder nicht, mit dem Yeezy Boost 350 in der Black Pirate Variante.
Sag mal an. Das sind ja hier so meine Favoriten. Das ist ja so die Woven-Schublade. Ja, Woven-Geschichten. Ich glaube, also nicht nur ich glaube, das Lustige ist, ich habe HTM-Geschichten gefeiert, bevor die Leute wussten, also zumindest die Läden. Wer die Typen sind. Genau. Und das ist halt so einer der Wovens, du hattest das auch gerade so schön gesagt gehabt, von Bill Murray in Lost in Translation, genau, das ist, der trägt auch HDM-Wovens, das ist nicht genau die Farbkombo, der hat glaube ich mehr diesen bräunlichen, ja. Vielleicht können wir Braun, ja so ein Cover oder sowas, ja. Ich glaube, der trägt die sogar auf dem Cover, ja. von dem Ding. Ja, im Flughafen. Genau. Die sind von 2002 sogar, das ist so, die sind durchnummeriert gewesen, es gab nicht wenig anscheinend, doch 1500. Das ist Nummer 816. Ich habe von denen alle Farben. Müsst ihr jetzt nur suchen, wo. Yeah, ne, von den HTMs, die sind jetzt hier gerade. Doch, da unten ist noch eine Farbe. Nee, das ist auch kein HTM, aber der da, genau. Das ist nochmal, ich glaube, die gleiche Farbe, nochmal nur ein bisschen größer. Als ich da ein bisschen zugenommen habe, brauchte ich den nochmal. Ja, also du siehst, Wovens ist so meine. Das war so mein Favorit gewesen. Da war ich auch noch ein bisschen schlanker, da sah das auch ganz gut aus. Ach, das sieht auch immer noch gut aus. Ja, die Woven-Geschichte, das fand ich so Hammer. Das war im Prinzip handgeknüpftes Gummi, so wie im Prinzip so Unterhosengummis von früher. Das zusammengeknüpft zu einem Schuh. Und die Dinger haben damals, möchte nicht lügen, 400 Mark oder sowas gekostet. Und ich fand die so geil, dass ich die unbedingt haben wollte. Und habe dann, glaube ich, fast jede Farbe, die es gab. Die gab es auch in Hoch. Das war halt der... Chaka von HTM, ist auch ein HTM. Da habe ich auch alle Farben. Es gab einen braunen, einen schwarzen, den grauen. Dann gab es hier nochmal ein Glattleder. Mm. Also da ist so einiges an HTM-Geschichten. Was viele nicht kennen, ist der da oben zum Beispiel von HTM. Das ist so ein Mid-Cut. Und zwar ein Presto Roam nennt sich der. Das ist im Prinzip basierend auf dem Presto. Sieht man hier hinten auch noch, da steht auch noch Presto drunter. Und das ist eine Wintervariante, das ist so ein synthetisches Wildleder, was aber wasserabweisend ist und eine bisschen dickere Sohle. Den gab es, ich habe den nochmal in Dunkelbrau und in diesem Beige. Ich glaube, das haben viele nicht auf dem Radar gehabt damals. Die sind so eine Hiking-Komponente, ne? Total, das ist so Richtung ACG so ein bisschen. Da gibt es auch nochmal den, hier genau, diese Sock-Mock-Geschichten. Da wurde ich auch belächelt, als ich sowas getragen habe, aber ich finde die sau geil. Das ist so... im Prinzip das Lustigste ist wirklich, da ist eine Socke. Wusste auch nicht. Das ist eine Socke, die auf einen Schuh gezogen, also auf so einer Innensohle gezogen ist. Du glaubst gar nicht, wie komfortabel so ein Ding ist. Also das ist sowas von bequem, das Ding. Hier hast du natürlich auch ein Shape wie ein Sack, Sock-Mock. Und das Ding ist echt sau bequem, kann ich echt jedem wärmstens ans Herz legen. Du siehst es auch aus der ACG-Serie. Aber halt eine HTM-Variante, auch limitiert auf 1500 Stück gewesen. Ja, ist schon halt ein bisschen vor unserer Zeit. Das ist jetzt so 12 Jahre, 13 Jahre her sowas. Was heißt denn vor unserer Zeit? Naja, ich glaube heutzutage krähen halt die Leute nicht nach solchen Sachen. Die Leute wollen halt wirklich eher so diese ganzen Runner haben. Da muss es halt ein Essex J-Lite 3 oder das stimmt tatsächlich. J-Lite 5 oder ein Adidas Equipment. Nike Air Max, Air Max 90er Geschichten, das sind halt so die gefragten Sachen. Das finde ich schon Hammer. Das ist so, jetzt stell dir den jungen Hitman in Miami vor, mit einem geilen Versace-Hemd, schön aufgeknöpft, Goldkettchen. Ist das nicht ein Bild für Götter? Wir verlieren gerade Zuschauer. Ich gucke gerade die Serie Narcos. Das ist halt so schon ziemlich cool. Das ist natürlich so, Miami ist da natürlich auch so im Blickfeld von der ganzen Drogenmafia gewesen. Das ist natürlich schon ziemlich laut gewesen. Aber ich finde das geil, auf einem Schuh, der eh schon laut ist, den nochmal laut zu machen, das ist einer der geilsten Konzepte gewesen, von Konzepts. Wir haben jetzt irgendwie, bevor wir überhaupt in Richtung dessen kommen, was du alles in deinem Leben noch so in Anführungsstrichen verbrochen hast, haben wir jetzt schon einen ganz netten Überblick. Wir haben einen klassischen Air Max 1 gesehen, wir haben den Dunk gesehen, wir haben auf der anderen Seite kreativere Schuhe gesehen natürlich, wir haben den Instapump Fury gesehen, wir haben die Wovens gesehen, die bei vielen Leuten vorbeigegangen sind. Was wir aber sehen ist, dass im Prinzip das, was dich ausmacht, das ist nicht 0815 zu sein. Also eigentlich gerne gegen den Strom zu sein. Ihr tragt alle all white, all black, was auch immer. Leck mich, ich habe Gianni am Fuß. So. Also ist das tatsächlich so, stimmt das schon, wenn man nur diesen kurzen Ausschnitt sieht?